herzlich willkommen zu On the Rocks. Heute ganz im Zeichen vom Film und zwar mit einer wahren Schauspiellegende von der Schweizer Filmszene und einer extrem coolen Frau, die mit 94 Jahren ihre erste Hauptrolle in einer Actionkomödie ergattert hat. Jetzt läuft meine Mutter frei herum. Und warum halten wir bei Mona? Wir holen eine Waffe. Weißt du überhaupt, wie man die benutzt? Das kann ja nicht so kompliziert sein. Jeder Idiot kann mit den Dingern umgehen. Gott. Das ist ein Ausschnitt aus dem Film «Thelma», kommen wir später drauf. Aber zuerst mal herzlich willkommen meinem heutigen Gast, Schauspieler, Autor und Produzent. Also Autor weniger, aber Produzent. Aber du hast doch ein Kinderbuch geschrieben. Ja gut, nein, ich habe Merlin gelesen vom Grimm. Okay, dann habe ich das falsch verstanden. Ich ja. Meine, Stefan Gubser, der Name stimmt zumindest. Der Name stimmt. Ich habe gemeint, du hättest mit deiner Tochter zusammen ein Kinderbuch geschrieben. Nein, wir haben kein Kinderbuch geschrieben, sondern sie hat «Gute Nacht»-Liedli gesungen und ich habe Grimms Märchen gelesen. Ah, okay. Dann wir haben eine CD gemacht, aber haben sie eben auch in ein Kinderbuch verpackt. Der Frank Baumann hat Zeichnungen dazu gemacht und dann haben wir ein Buch rausgegeben mit zwei CDs drin. Sehr gut. Also ist es ein bisschen lustig geworden mit Zeichnungen von ihm? Es ist sehr lustig geworden. Sehr lustig geworden. Er ist sehr ein begabter Zeichner. Ja, genau. Und ich weiss, das kann man für 40 Franken bestellen mit Unterschrift von dir. Ja, genau. Das ist mir geblieben. Auf meiner Webseite genau. Gibt es das. Ja, genau. Und demnächst kann man dich im Kino sehen, in einer Blue-Co-Produktion, nämlich «Landesverräter». Und du hast in einem Interview gesagt, das Drehbuch sei zwei Monate bei dir irgendwie im Ecke rumgelegen und dann hat deine Frau gesagt, jetzt liest das doch mal, Stefan. Nein, zwei Monate, das stimmt nicht. Das stimmt nicht so ganz. Nein, ich habe das Drehbuch bekommen und ich kann eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht mehr einen Film machen. Mhm. Und ich hätte ein Casting machen und ich hasse Castings. Ja. Und ich habe es dann so ein bisschen auf die Seite geschoben und irgendwann sagt meine Frau so zu mir, also, «Hey, geh, zeig doch noch, lies doch wenigstens mal das Drehbuch. Du musst doch wissen, was es geht.» Dann habe ich gesagt, «Ja, gut.» Also, dann habe ich das Ding in die Hand genommen, angefangen zu lesen. Und nach zwei Stunden bin ich zu meiner Frau gegangen und habe gesagt, «Du, ich glaube, das beste Drehbuch, das ich je in meinen Händen hatte.» Und das ist eine wahnsinnige Rolle von dem Roman Graf. Aber ich bin eigentlich überzeugt gewesen, dass ich diese Rolle nicht spielen werde. Also, dass man mich nicht mit dem castet, weil die Rolle liegt jetzt überhaupt nicht auf meinem Typ. Und wenn man heute so schaut in der Fernseh-Kinolandschaft, dann werden meistens Typen besetzt. Das heisst, man nimmt jemanden, wo schon aussieht oder wo schon vom Charakter her eigentlich die Figur ist. Mhm. Und das war in dem Fall überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ich bin in das Casting und hatte das Gefühl, das ist vielleicht so ein Alibi-Casting. Und habe mich dann aber müssen wirklich eines Besseren belehren lassen. Es war nämlich ein super Casting mit dem jungen Dimitri Krebs, der quasi als Laie die Hauptfigur spielt, der unglaublich begabt ist. Mit einem super tollen Regisseur, der Michael Krummenacher. Wir hatten so ein gutes Casting und es ist überhaupt nicht. Ich habe das nicht gern, weil man fühlt sich immer so ein bisschen wie in einer Prüfung. Ja. Also ich komme mir immer ein bisschen vor wie im Gimmi, wenn ich eine Prüfung an der Tafel machen, wenn ich bei einem Casting bin. Und das war überhaupt nicht der Fall. Wir haben wirklich gut geschafft und haben es gut verstanden. Am Schluss hat er gesagt, ja, du hast die Rolle. Aber erstaunt mich, dass du überhaupt noch an Castings musst, weil ich jetzt gedacht hätte, wenn man ja jemanden quasi aus dem Ruhestand will haben für einen Film, dann ist das wie schon in trockenen Tüchern. Ja. Das ist zum Teil meine Haltung auch ein bisschen, aber es ist insofern ein bisschen falsch, weil ein Regisseur natürlich will sehen, wie zwei Schauspieler miteinander funktionieren. Mhm. Und in dem Fall spiele ich ja den Vormund vom Ernst Schremli. Und er hat einfach wollen schauen, wie sind die miteinander. Also die haben da sehr viel Konflikt untereinander. Und wie funktionieren die? Und für das muss man halt dann gleich zwei Figuren zusammenbringen. Also von dem her ist es schon verständlich. Okay, also wir können nachher nochmal auf den Film «Landesverräter» sprechen. Weil ich meine, nach mehr als 40 Jahren vor der Kamera und auf Theaterbühne hast du natürlich einiges erreicht im Leben. Und viele werden sich jetzt sagen, stimmt, Gubser, da ist doch mal noch was gewesen am Sonntagabend. Aber es ist ja so viel mehr als Tatort und wir haben jetzt ein wahnsinniges Privileg. Wir haben deine Biografie zusammengestampft auf 90 Sekunden und die wird uns jetzt vortragen vom Urs. Bitte schön. Okay. Im zarten Alter von 17 führt der Stefan Gubser am Gimmi ein Stück von Peter Handke auf und schwupps zieht sie ihm in Sachen Schauspielerei die Ärmel rein.
Trotzdem flieht er vom Gymi und holt seine Matur in einem Internat nach. Nach lehrreichen Jahren auf Schauspielschulen und auf Theaterbühnen in Wien, München und New York kommt er Ende 20 zu seinen ersten Rollen in Kino- und TV-Produktionen. Immer öfter auch an der Seite von Weltstars wie der Geraldine Chaplin, dem Christoph Waltz oder dem Beat Schlatter. Der berühmteste Name, mit dem er in Verbindung gebracht wird, ist aber der von Reto Flückiger, ein bekannter Tatort-Kommissar, der ihm aufs Haar gleicht. Spass aufs Velo. Auch wenn die Tatortrolle für seine Karriere wichtig ist, möchte er sich nicht in die oder in irgendeine andere Schublade stecken lassen. Er produziert nebenbei eigene Theaterstücke, hält Lesungen, schreibt Drei- und Märli-Bücher, segelt, wandert und engagiert sich für viele Hilfswerke in seiner Freizeit. Und 2018 spielt er sogar eine Rolle in einem echten Opernstück. Okay, als Sprecher. Da fragt man sich, wie bringt der ganz offiziell als Publikumsliebling und TV-Star auszeichnete Winterthurer das alles stressfrei unter einen Hut. Sein Geheimnis? Meditation. Und zwar jeden Tag am 6 Uhr Morgen. Ist das, hast du heute Morgen um 6 Uhr meditiert? Nein, heute nicht. Ich habe sehr lange wirklich jeden Tag am Morgen um 6 Uhr meditiert. Und im Moment habe ich ein bisschen Durchhänger, ehrlich gesagt. Okay. Aber es würde mir gut tun, wenn ich es wieder machen würde. Wie lange geht denn so eine Meditation? 20 Minuten, eine halbe Stunde. Man muss aber auch schon um 6 Uhr wach sein. Dafür, nein, nein, oder? Muss man ja nicht. Muss man nicht? Aber senile Bettflucht, das ist halt einfach ein Thema irgendwann. Ja. Ich hätte mir das nie vorstellen vor 20 Jahren. Aber es ist dann irgendwann einfach so, du bist halt einfach am Morgen um 6 Uhr wach. Okay. Und was wir aber auch gehört haben, eines deiner grossen Hobbys oder Passion ist Segeln. Ja. Mal schauen, wir haben hinter dir ein Bild platziert mit einem Segelschiff. So stelle ich mir das vor. So sieht das Schiff aus und mit dem schipperst du irgendwo über die Weltmeer. Oder trifft es das plus minus? Plus minus trifft es das. Es ist aber nicht, ich habe kein eigenes Segelboot. Mhm. Das wäre sehr kostspielig und sehr aufwendig. Also da müsste man dann schon mehr Zeit auf so einem Segelboot verbringen. Ich chartere einmal oder ich tue oft Segeln für Rose of Charity heisst. Das ist eine Institution, die für einen guten Zweck Filmschaffende aus Deutschland segeln, um Aufmerksamkeit für die Organisation zu erreichen. Mhm. In Holland bist du? Nein, in Schweden, habe ich gesagt, in Kroatien und sehr oft in Griechenland. Okay, ah, Griechenland ist sie, ja. Genau. Ja. Mit so einem 25-Tonnen-Schiff, oder? Ja. Also, ja. Und ich habe einen Segeltrip gemacht und bin wirklich in die Illusion reingelaufen, dass das völlig entspannt wird. Und man muss ja wirklich arbeiten, also es ist streng. Segeln ist etwas, das sehr anspruchsvoll ist, weil es ist sehr gefährlich auch. Es ist nicht wie Autofahren. Also man muss auch für einen Hochseeski eine siebenstündige Prüfung ablegen. Mhm. Und es ist halt einfach so, dass du siehst ja die Untiefen etc. nicht oder Sturm, Wind, Wellengang und so. Kann grosse Gefahren bergen. Und das heisst, man muss mit so einem Segelboot, das eben etwa die Schiffe, die ich jetzt gesagt habe, waren etwa 25 Tonnen. Das ist eine rechte Masse, die du hier bewegst. Und das braucht einfach Erfahrung und braucht auch eine gewisse Vorsicht und bietet auch gewisse Gefahren. Lass uns auf deinen Film zu sprechen kommen. Landesverräter ab dem 24. Oktober im Kino. Und ich würde sagen, ein Trailer sagt mehr als 1000 Worte. Wir schauen mal in ein Appetit-Häppchen rein. Also Ernst, wann hast du beschlossen, mit den Deutschen zusammen zu arbeiten? Ich habe August Schmidt zufällig kennengelernt. Er hat gemeint, ich könnte in Berlin Sänger werden. Wir schwören, die Soldaten für die Verteidigung des Vaterlandes Leib und Leben zu opfern. Ich schwöre es! Was für Dienst hat denn der Herr Schmidt von dir verlangt? Hohlladungsgranaten. Weißt du, wie die aussehen? Überhaupt aus? Schneckschlepper! Biberboot! Wen darf ich anmelden? Schremli, Ernst. Auf Berlin wird die. Wir Steinerlei werden kriegen. Hauptsache, wir haben die weg von uns. Frankreich hat die Waffen niedergelegt! Muss dich von mir fernhalten, mein Junge. Ja, keine Angst vor Ihnen. Vorderes Glied! Glied nieder!
machen, Herr Graf? Vater! Gut machen. Auf Landesverrat statt Todesstrafe. Du hast mich ausgenutzt. Du bist ein Träumer gewesen. Da überlebst du nicht. Träumer sagen es mir, weil ich ein Leben haben wollen wie ein Mensch. Ist das nicht mein Recht? Und ihr habt die Premiere gefeiert am ZFF. Was sind so die Feedbacks, die ihr nachher gerade bekommen habt? Es waren sehr gut. Es war sehr, sehr berührend irgendwie auch. Für mich war es sowieso so ein bisschen, ehrlich gesagt, ein Highlight von meiner ganzen Karriere. Also ich arbeite seit 43 Jahren in diesem Beruf. Und das war etwas vom Schönsten, die Arbeit, die ich glücklicherweise machen konnte. Und ursprünglich, wie ich vorhin gesagt habe, fast nicht gemacht hätte. Warum würdest du sagen, ist das eine der schönsten Arbeiten gewesen? Weil die Figur, die ich da spiele, auch sehr weit von mir weg ist. Mhm. Also, wenn du jetzt so einen Tatort siehst und da tritt der Reto Flückiger auf, dann siehst du sofort, das ist irgendwie der Gubs, der da daherkommt. Mhm. Und da ist das nicht der Fall. Es ist wirklich eine Figur, wo auch man viel mit Masken geschafft hat. Ich hatte einen Fettsuit angehabt. Genau, ich glaube, da haben wir sogar ein Bild vorbereitet, wie du aussiehst in dem. Ich wollte nämlich fragen, ob das ein bisschen polsterig war oder ob du vorher noch hast, ein bisschen Gub Romanov in den Schaufeln. Nein, es ist sozusagen wirklich ein Fettsuit gewesen. Also das ist ein Anzug, wo unten drunter, also ich habe unter der Uniform quasi wie ein polsterten, es hat so ein bisschen ausgesehen wie ein Michelin-Männchen. Ja, genau. Ohne Kleider. Mhm. Und im Gesicht hatte ich so Silikon-Pads. Prothese. Und die Haare halt gemacht. Und ja. Die sind zwei ostdeutsche Maskenbildnerinnen gewesen, extrem, extrem gute Maskenbildnerinnen. Und auch der Kostümbildner war ein Schweizer, der es gemacht hat, der Rudi, auch ein tolles Kostüm gemacht. Und das hilft natürlich. Und es war ein historischer Film gewesen. Ich habe mir immer gewünscht, mal einen historischen Film zu machen. Ich habe vor 30 Jahren mal eine kleine Rolle im Anna Göldin. Mhm. Aber sonst habe ich nie so einen historischen Film gemacht. Und alles in allem, auch der Regisseur, der den Film sehr auf eine unkonventionelle Art gedreht hat. Also es gibt Stellen, wo mir direkt in die Kamera singen, auch, wo ich am Anfang dachte, das wird gar nicht funktionieren. Aber es hat eben wirklich funktioniert. Und ich glaube, es ist wirklich ein berührender Film geworden. Und das ist auch das Feedback, das ich von den Leuten bekommen habe. Das hat mich extrem gefreut, dass das irgendwie aufgegangen ist. Mhm. Du hast ja mit zwei jungen Talenten zusammengearbeitet, mit dem Dimitri Krebs, der da eben die erste Hauptrolle hatte, relativ fix, und Luna Wedler. Wie war das, die Zusammenarbeit mit denen? Es war unglaublich. Also, Dimitri, ein absolutes Naturtalent. Der hat das Selbstbewusstsein oder die... Der ist so bei sich, dass er einfach ist vor der Kamera. Er spielt nicht etwas. Er will nicht mehr sein als das, was im Buch steht. Also er will nicht irgendwie etwas herstellen oder etwas draufsetzen. Und darum wirkt er so unglaublich authentisch. Und Luna, ich meine, ist für mich eine der begabtesten jungen Schauspielerinnen, die es gibt, und zwar in ganz Europa. Die ist einfach auch eine Bombe, wenn du sie siehst, wie sie... Sie haben eine Liebesszene, wenn man sieht, wie die sich anschauen. Das ist so glaubhaft alles und du spürst die Emotionen so stark. Und das ist einfach eine Freude, mit so jungen Menschen, die brennen für etwas, die die Leidenschaft haben, können zusammenarbeiten mit einem Regisseur, wo einem Zeit gibt, wo einem Raum gibt. Es hat in dem Film... Das finde ich so toll an dem Film. Darum bin ich auch so stolz irgendwie auf den Film. Weil er ganz viele Sachen zwischen den Zeilen erzählt, wo sich nur zwei anschauen oder wo man mit Blick sehr viel erzählt. Es wird nicht alles ausgesprochen und also Show don't tell. Genau, ja. Genau. Und das hatte, das braucht auch Mut und zu einem Risiko. Und der Regisseur hat den Mut gehabt und hat das zugelassen. Und das hat einfach unglaublich Freude gemacht. Wir sind letztes Jahr sogar mal bei den Dreharbeiten vorbeigekommen, im Herbst, in einem Wald, und haben dort mit Luna Wedler über ihre Rollenwahl gesprochen.
Bei mir ist es wirklich immer so, wenn ich etwas lese, und es hat einfach, es ist ein Gefühl. Ich bin meine Rollen immer extrem nahe und es ist eher so ein Gefühl, das ich einfach gerade habe, so eine Verbundenheit. Und ich freue mich einfach immer, etwas zu lesen, was ich vorher noch nie gelesen habe. Also es ist auch immer die Frage, was willst du am liebsten spielen? Also eben, ich will alles mal gerne spielen, aber am schönsten finde ich, wenn ich etwas lese, wo ich gar nicht gewusst habe, da bin ich noch nie reingeschlüpft. Das ist auch schön an der Schauspielerei. Oder man kann in so viele verschiedene Emotionen und Gefühlswelten hineinspringen, die man vorher gar noch nicht gekannt hat. Und man versteht sich gegenüber auch viel mehr. Wie ist das, wenn du mit so ganz jungen Schauspielern und Schauspielerinnen zusammenarbeitest? Kannst du von denen auch noch was lernen? Ja, auf jeden Fall. Schon? Auf jeden Fall. Also jetzt gerade Luna zum Beispiel oder auch Dimitri, die haben eine unglaubliche Direktheit, eine Unbefangenheit. Die sind nicht schon so besetzt mit allen Vorstellungen und das, was man alles schon mal gemacht hat und Erfahrungen, die man hat, sondern die sind einfach so pur, aus einem Instinkt heraus, wie sie sagt, oder? Aus einem Gefühl heraus. Du spürst zum Beispiel ihre Emotionen so stark. Und das ist natürlich, wenn du mit jemandem zusammenspielst und du hast einen Partner, der dir das schenkt, im Grunde genommen, es ist wie ein Geschenk, dann ist es viel einfacher, für dich auch auf das zu reagieren und in diese Situationen, in diese Szenen hineinzukommen. Und das war bei denen beiden total der Fall gewesen. Ich hatte am Anfang Bedenken, als ich gehört habe, dass der Ernst Strämli spielt, also dass Dimitri noch nie gedreht hat und noch gar nichts gemacht hat. Da habe ich gedacht, das kann aber sehr anstrengend werden. Ja. Aber das war eben überhaupt nicht der Fall gewesen, weil er einfach der Kerl ist ein Naturtalent und die sind beide blutjung. Mhm. Du bist ja ewig quasi schon in der Schweizer Filmszene unterwegs. Wenn du jetzt vergleichst das Arbeiten von heute, wie hat sich das gewandelt im Vergleich zu früher? Es ist alles viel schneller geworden. Der Druck hat sich unglaublich erhöht. Mhm. Der Zeitdruck auch, weil es halt einfach sehr viel kostet. Es wird viel höher aufgelöst. Das heisst, man dreht viel mehr Material im Grunde genommen aus viel mehr verschiedenen Winkeln. Die ganze Lichtsituation hat sich extrem verändert. Du kannst heute mit diesen Kameras bei sehr wenig Licht drehen. Früher wurde immer alles ausgeleuchtet worden. Das ist oft auch sehr lang gegangen. Aber was sich nicht geändert hat, ist, du brauchst eine gute Geschichte. Ja. Eine Geschichte, die einen berührt, die einem unter die Haut geht. Wenn du das nicht hast, dann nützt dir alles andere auch nicht. Aber das heisst, also, wenn es jetzt alles schneller geht und noch mehr Budget drückt, dann bist du wahrscheinlich froh, musst du nicht mehr davon leben, lese ich so ein bisschen raus, oder? Ja, also ich muss sagen, ich geniesse es extrem, dass ich jetzt die Freiheit habe, mir einfach können. Ich muss nicht mehr arbeiten. Ich habe meine Rente, meine Pension, ich habe auch immer etwas auf die Zeit da, in guten Zeiten, damit ich mal irgendwann unabhängig bin. Das ist etwas für mich vom Wichtigsten gewesen in meinem Leben. Ich habe immer gesagt, ja, nicht von irgendjemandem oder vom Staat oder von sonst etwas abhängig werden. Und das habe ich erreicht. Das ist natürlich ein wahnsinniges Privileg, weil ich habe einen Haufen Kollegen, die ich weiss, die müssen einfach auch mit 70 oder wie alt auch immer sie sind, noch arbeiten, weil sie nicht von der AHV oder leben können. Mhm. Und das ist natürlich brutal. Und von dem her mache ich jetzt wirklich nur noch die Sachen, die mir wirklich Freude machen. Und ich schaue nicht mehr aufs Geld. Sehr also ich meine jetzt, der Film ist auch, ich hatte da nicht meine Gage gehabt, weil ich wusste, der Film ist sehr aufwendig, sehr teuer. Aber das hat keine Rolle gespielt, weil das Buch ist einfach gut gewesen. Also du schaust nicht aufs Geld, halten wir fest. Eine, die das hat müssen machen, das ist Thelma im gleichnamigen Film. Sie wird nämlich betrogen und muss dann 10'000 Dollar wieder auftreiben. Der Film der hat einen Schweizer Co-Produzent, nämlich den Karl Spörri vom Zurich Film Festival, der da mit investiert hat. Und der Film hat auf Rotten Tomatoes eine Zustimmungsrate von den Kritikern von 99%. Das heisst, von 100 Kritikern haben 99 gut gefunden. Und auch unser Inhouse-Kritiker, der Fabian Ciampa, der liebt den Film. Was hast du heute noch vor? Ach, das Übliche. Hallo? Grandma? Danny? Scam-Anrufe sind dieses Jahr in der Schweiz auf einem Rekordhoch. Wer einmal darauf hineingeht, der sieht sein Geld in den meisten Fällen nicht mehr. Genau das widerfährt Thelma im gleichnamigen Film.
Sie kommt nämlich einen Anruf über, dass ihr Enkel im Gefängnis ist, weil er einen Autounfall soll verursacht haben. Die Kaution ist 10'000 Dollar. In einer Panik kratzt sie das Geld zusammen und schickt es an die Adresse, die ihr am Telefon durchgegeben wird. Später realisiert sie, dass sie auf Betrüger reingefallen ist und schämt sich dafür. Auf sich sitzen lassen will sie das allerdings nicht. Sie macht sich also auf den Weg, das Geld zurückzuholen. Und das natürlich gegen den Willen von ihrer Tochter und ihrem Enkel. Und weil sie nicht mehr so gut unterwegs ist zu Fuß und auch nicht Auto fahren kann, geht sie in ein Altersheim und klaut einen elektrischen Scooter von ihrem alten Freund Ben. Nachdem sie immer erklärt, was genau passiert ist und was der Plan ist, geht er widerwillig mit ihr mit, weil er nicht will, dass sie in diesem Alter noch allein unterwegs ist. Ich hol es mir zurück. Du musst mich fahren. Dargestellt wird die Hauptfigur von der 94-jährigen June Squibb. Und sie ist unheimlich herzig, sie ist witzig, sogar badass, wenn sie mit dem Revolver hantiert. Und es ist ihre erste Hauptrolle in einem Film mit 94. Und sie hat auch gesagt, sie hat ihre Stunts sogar alle selber gemacht. Das heisst, sie ist immer selber einen Scooter gefahren, sie wälzt sich im Dreck, wenn sie umgeht. Niemand sagt ihr, was sie kann und was sie nicht kann. Wenn sie sich was in den Kopf gesetzt hat, ist sie nicht aufzuhalten. Männer! Die Komödie geht wirklich ans Herz. Und sie ist überraschend rasant, trotz dem langsamen Tempo von Thelma auf ihrem Scooter. Sie macht das, was sich wohl viele wünschen, die mal auf einen Scam reingefallen sind. In diesen 90 Minuten strahlt der Film stets eine Wärme aus, die man spürt. Es ist ein Feel-Good-Movie mit einem befriedigenden Ende, wo man mit einem Lächeln aus dem Kinosaal laufen kann. Es ist herzig, oder? Sehr. Kannst du dir das vorstellen, mit den 90 noch vor der Kamera zu stehen? Ja, kann man es vorstellen. Wirklich? Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ja. Wenn es ein gutes Projekt ist und ich noch gesund bin, ich meine, das ist ja das Wichtigste, genau. Wenn du älter wirst. Und sie hat auch erzählt, sie hat ihre eigenen Stunts gemacht. Wie ist das bei dir? Hast du auch je müssen dürfen Stunts machen? Ja, ich habe immer wieder Sachen gemacht, wo du noch versicherungstechnisch kannst, sagen wir mal, verantworten. Es gibt Sachen, die du einfach nicht darfst machen als Schauspieler. Mhm. Weil wenn dir etwas passiert, dann haltest du den ganzen Film auf und das wird einfach extrem teuer. Das ist und dann so, wird die Versicherung auch nichts zahlen. Der Tom Cruise zahlt das aus dem Privatkessel, wenn er sich den Fuß bricht oder so. Gut, der ist jetzt da vielleicht ein bisschen Ausnahmeschein. Ja. Die drehen natürlich auch irgendwie 6 oder 9 Monate. Mhm. Wir drehen, wenn es höher kommt, 2 Monate. Mhm. Und eine Rolle, mit der man dich natürlich gerne verknüpft, ist die vom Reto Flückiger, vom Tatort. Wie ist noch auf das angesprochen? Ich werde ab und zu noch auf das angesprochen, aber es ist jetzt natürlich auch schon ein paar Jahre her. Ja. Für mich ist es tempi passati. Ich schaue in die Gegenwart und in die Zukunft. Okay, aber dann tut es mir jetzt leid, wir müssen sagen, wir müssen gleich noch eine schnelle Vergangenheit hineinschauen. Wir haben nämlich einen Ausschnitt aus deinem Tatort. Genau. Ich habe gar nicht gewusst, dass das noch tut. Das tut. Du hast das Geld? Was für Geld? Wenn es tut. Ja. Und wie das tut? Entschuldigung, haben Sie gesehen, wer gestern Abend telefoniert hat? Nichts gesehen. Ich kann nicht einmal einen Panda von einem Twingo unterscheiden. Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt schaust? Ich mag mich einfach noch genau erinnern an die beiden. Und ich habe es sehr witzig gefunden, wie die zwei den Dialog, den die hatten. Ja, die sind herzig. Ja. Das war, glaube ich, kleine Prinzen. Das kann sein. Das, mir ist nicht gesagt worden, was es ist. Okay. Genau. Hast du noch Kontakt zu deiner ehemaligen Tattoo-Partnerin? Wir haben wenig Kontakt. Sie macht ihre Sachen, ich mache meine Sachen. Wir haben uns ein bisschen aus den Augen verloren. Mhm. Okay. Aber wie hast du das Gefühl, hat sich die Schweizer Filmlandschaft geändert? Also, würdest du jetzt am Sonntagabend noch mal ansitzen und den Tatort schauen oder mittlerweile bist du mehr auf dem Streaming? Also ehrlich gesagt, ich bin mehr auf dem Streaming. Ich schaue schon noch Schweizer Fernsehen an, aber mehr Dokumentationen, News-Sendungen oder politische Sendungen. Wenn ich jetzt Spielfilme schaue, eigentlich relativ wenig sowieso im Fernsehen. Mhm. Eher noch Serien und die schaue ich also eher auf Streamingdienst. Okay. Aber das muss man halt auch mal sagen, ein Fernsehsender wie Schweizer Fernsehen oder ein deutscher Fernsehsender, die haben gar nicht die Möglichkeiten, so Serien zu drehen wie Netflix, weil das Geld einfach nicht rum ist. Und das siehst du halt einfach auf der Leinwand. Ob so eine Erfolg von 50 Minuten 3 Millionen kostet oder ob sie 500'000 kostet hat. Und das ist halt dann einfach der Unterschied.
Wenn du in die Zukunft schaust, gibt es noch Projekte, die dich reizen? Was würdest du allenfalls gerne spielen oder mal noch ausprobieren? Ja, also ich würde immer gerne Figuren spielen, die ich noch nie gespielt habe. Wo ein bisschen wirklich Figuren sind, die jetzt nicht gerade mit mir selber etwas zu tun haben. Historisch finde ich einfach auch etwas Tolles, wenn es mit Kostümen und Masken etc. Und Geschichten einfach, wo berühren. Also, und so ein bisschen komplizierte Charaktere. Okay, also falls Casting-Direktorinnen und Direktoren zuschauen, einfach mal Script schicken an Stefan Gubser. Allenfalls geht es 2-3 Wochen, bis er sich meldet, aber er meldet sich, wenn es ihm gefällt. Vielen Dank, hast du dir heute Zeit genommen, bist du da gewesen. Uns gibt es demnächst wieder «On the Rocks» dann mit dem René Rindlisbacher und seiner Tochter Laura Rindlisbacher, die über ihr neues Comedy-Programm reden. Bis dann, eine gute Zeit und bleibe gesund. Tschüss miteinander. Tschüss.